Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Aldi Haul. Ich war bei Aldi und habe wieder einige Dinge eingekauft und die möchte ich euch gerne zeigen und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als allererstes habe ich hier eine Geflügelfleischwurst gekauft und ich hatte keine Brille, um zu gucken, ob da auch kein Schwein drin ist. Manchmal ist da nämlich was drin und da muss man ein bisschen genauer gucken. Vertraue ich mal drauf, dass da nichts drin ist. Die hat gekostet 2,59 Euro. Schmeckt eigentlich immer ganz gut, aber trotzdem, ja, also darfst dich nicht täuschen lassen. Für alle, die kein Schwein essen, man muss immer wieder gucken. Ich hatte nämlich mal jahrelang eine Wurst gekauft. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und dann habe ich die gleiche Wurst, habe ich wieder genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da eine andere Firmenmarke drauf gemacht haben. Auf jeden Fall war es der gleiche Anbieter. Das war damals auch Aldi und meine ich jedenfalls, dass es Aldi war. Und meine Kaffeemaschine schaltet sich gerade aus. Und dann wurde ich von einer muslimischen Mitkundin sozusagen im Laden darauf aufmerksam gemacht, dass da Schwein drin ist. Und dass da sozusagen sie da irgendeine Rezeptur verändert hatten. Also rate ich immer bei jedem Einkauf wieder neu zu gucken. Aber ja, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe sie trotzdem gekauft. Ich hoffe, dass das alles in Ordnung ist, weil Schwein essen unsere Jungs ja nicht. Also. Insofern habe ich auch noch mal Eier gekauft. Die haben gekostet 1,99 und dann waren wir ein bisschen ungesund unterwegs. Ich habe nämlich für uns alle, ich esse ja auch so viel Schokolade und wieder so viel Süßigkeiten. Es ist echt, ich muss mir wieder abgewöhnen. Von der Eigenmarke von Aldi habe ich diese Knusperriegel gekauft. Die Jungs essen die, ich mag die nicht so gern. Da ist ja Waffel drin und nee, alles, was mit Waffel drin ist, mag ich nicht so gern. Außerdem habe ich diese Schokolade gekauft, Kokör. 1,29 meine ich, haben die gekostet. Und ich glaube, die sind gar nicht so viel teurer geworden. Ne? Ich glaube, der Preis war immer ungefähr der gleiche. Und dann habe ich diese Schokokeks-Dinger genommen. Die liebe ich ja. Die gibt es jetzt auch in Black and White und also Oreo und noch in Bitterschokolade. Aber natürlich liebe ich die in dieser Variante. Und die Kinder mopsen mir auch ab und zu mal ein. Habe ich schon öfters mitbekommen. Ja, aber diese Schokolade mache ich auch sehr gern. Wie gesagt, ich habe noch eins davon geholt. Aber eigentlich habe ich das alles nur für die Jungs gekauft. Weil ich würde wahrscheinlich, hätte ich mir wahrscheinlich nur dieses eine hier geholt. Also das esse ich nicht alles alleine. Außerdem war ich in der Kuchenabteilung. Da muss ich allerdings gestehen, dass ich ein Blätterteig-Kirschstückchen mir gekauft hatte. Das ist in meinem Bauch schon gelandet. Die Jungs telefonieren nämlich da gerade, die haben wichtige Online-Gespräche zu führen. Deswegen habe ich gewartet, bis die fertig sind und habe nicht warten können, bis der Haul beginnt. Deswegen, der ist schon in meinem Bauch. 69 Cent hat dieses Stück gekostet, aber richtig lecker geschmeckt, obwohl ich keinen Blätterteig mag. Und eins von diesen Milchbrötchen ist auch schon in meinem Magen. Ich glaube auch 69 und nee, 59, irgendwie so. Hat jedenfalls lecker geschmeckt. Eins ist davon noch übrig. So, jetzt habe ich schon wieder keinen Frischkäse, ne, bei Aldi. Bei uns gibt es wirklich keinen Frischkäse, außer Philadelphia. Und der war dieses Mal nicht im Angebot. Hat nur eins, er hat 1,89 gekostet. Das bezahle ich nicht. Ne? Ich mag weder Philadelphia, mag ich sowieso nicht. Zweitens ist da richtig wenig drin. Und drittens kostet das doppelt so viel wie normal. Also nee. Auf jeden Fall habe ich mir deswegen Milsani Creme Fraiche gekauft. In der Hoffnung, dass ich mir das vielleicht aufs Brot schmieren kann. Wenn nicht, wenn das nicht schmeckt, dann kann ich da auch noch eine weiße Soße zu machen, weil ich möchte nämlich unbedingt Rosenkohl kaufen. Bei Aldi hat Rosenkohl 1,29 gekostet und bei Penny war es im Angebot für 99 Cent. Nee, bei Rewe, entschuldigt bitte. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, wahrscheinlich schaffe ich es sowieso heute nicht, Rosenkohl zu kochen, dann kaufe ich mir den morgen. Und ja, so viel Lust hatte ich heute jetzt auch nicht darauf, das zu machen. Deswegen, ich möchte heute eigentlich Bratkartoffeln kochen. Und dafür würde ich ganz gerne diese Kartoffeln jetzt einmal gleich verarbeiten, die ich mir auch gekauft habe. Ich habe es versäumt, mir den Bon mitzunehmen. Sie hat extra gefragt, wollen Sie den Bon haben? Ich habe gesagt, nein. Und nachher war ich dann aber ein bisschen... Ja, ich habe es bereut, weil ich habe 27,98 Euro bezahlt für den Einkauf und das kam mir wirklich verdächtig viel vor. Ich hatte dann mal im Kopf, so während ich
gepackt habe die Sachen dann mitgerechnet. Also ich bin höchstens auf 22, 23 Euro gekommen. Und ja, keine Ahnung. Also die hat 29 etwas auf dem Bon stehen, also beziehungsweise ausgerechnet die Kasse. Und das kam mir zu viel, weil jetzt hätte ich aber auch keinen Bock nochmal hin. Und dann hat sie den Bon ja auch nicht also war mir dann auch wurscht. Kann vielleicht sein, dass die Kartoffeln falsch ausgezeichnet waren, beziehungsweise ich vielleicht nicht richtig geguckt habe. Da stand nämlich 1,29 Euro drauf. Für die neuen Kartoffeln fand ich schon sehr wenig. Vielleicht habe ich da ein Verseher gehabt und habe nicht richtig geguckt. Also da müsst ihr mir verzeihen, weiß ich nicht. Ich habe 1,29 gesehen, sonst hätte ich die nicht mitgenommen. Aber das ist schon sehr wenig, ne, für so für diese Speisekartoffeln. Na, neu sind sie wohl auch gar nicht, aber ja, keine Ahnung. Also da das so begünstigt war, habe ich sie mitgenommen. Sonst hätte ich bestimmt auch nicht mal Kartoffeln gekauft heute. Aber wie gesagt, 29 Euro kann das alles eigentlich meiner Meinung nach nicht gemacht haben. Okay, sei es drum. Zweimal frische Vollmilch wollte mein Sohn haben. Ich trinke ja keine Milch mehr. 3,5% habe ich auch noch eingepackt. Außerdem eine Butter, weil ich eigentlich einen Apfelkuchen machen wollte. Und ich bin schon wieder so kaputt, ne? Ich habe echt keine Lust mehr dazu. Aber mal schauen. Ich habe ja so viele Äpfel gesammelt und ich muss unbedingt die irgendwie verarbeiten. Einmal Butter, 2,29 habe ich geguckt auf den Preis. Schwarzbrot, ich glaube auch 99 Cent oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich esse das immer ganz gerne, wenn ich dann Frischkäse hätte. Und die kosten weiterhin 89 Cent, dieses Feinbrot. Da bin ich beruhigt, dass das weiterhin so günstig ist. Für meine Jungs habe ich außerdem die vegetarischen Dinger hier mitgebracht. Die isst Gazi ja immer so gern, diese Haribo Pico Balla. Die schmecken auch ganz gut. Ich esse die auch gerne. Sind extrem süß, ne? Also darf man wirklich nicht verkennen. Sind richtig, richtig süß. Ich weiß gar nicht. Ich glaube auch unter einem Euro, irgendwie so 99 Cent oder so, haben die dann gekostet. Dann wollten sie auch noch unbedingt Nutella haben. Da bin ich aber auf die günstigere Variante diesmal umgestiegen und habe die Markenlose gekauft. Ich finde, das schmeckt genauso gut, sollen sich dran gewöhnen. Einmal das und was hat das? Ich glaube auch 1,29 oder so, ich weiß gar nicht mehr. 1,29 hat aber auf jeden Fall auch die Margarine gekostet, die ich wieder neu gekauft hatte. Ich habe sie letztes Mal weggeschmissen, weil die lag noch im Kühlschrank, seitdem ich letztes Mal hier war. Und da habe ich gedacht, nee, die ist bestimmt nicht mehr gut, die habe ich weggeschmissen und eine neue gekauft. Ich dachte mir, fürs Braten und fürs Essen kochen vielleicht und für, weiß ich nicht was, Kuchenbacken, ne? Also habe ich das mitgenommen, apropos Kuchenbacken. Damit wollte ich dann die Streusel machen auf meinem Apfelkuchen. Das muss natürlich richtige Butter sein und wenn du Streusel damit machst, das schmeckt wirklich gar nicht. Naja, mein Lieben, also das war der Einkauf für 29 Euro irgendwas. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, also ich glaube, dass irgendwie ein Fehler passiert, aber man weiß es nicht, weil das kann gar nicht so viel gekostet haben. Hätte ich mal den Bon mitgenommen, ich werde nächstes Mal mir das zur Lehre nehmen, weil das ist wirklich sehr, sehr komisch. Na gut, meine Lieben, möchte mich jetzt bei euch verabschieden. Hoffe, dass euch dieser kleine Haul zwischendurch gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann schreibt es auch gerne drunter. Das regt den Algorithmus an und freut mich, dass ihr wieder dann Hauls sehen wollt. Das ist dann immer so eine Bestätigung dessen, was man so macht. Und würde jetzt sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!